Geldbeutel hinlegen. Kamera nicht vergessen. Guten Morgen. Es ist Dienstag, der 10.9. Der 10.11. Mann, Tier, was ist denn los? Ich hab gestern im Video gesagt, dass der 8. ist, obwohl der 9. war. Und ich hab den nicht gemerkt. Also beim Reden sowieso nicht, da merke ich sowieso nichts mehr. Aber auch nicht beim Schneiden. Und obwohl ich... Schneiden läuft ja so ungefähr. Man hat die verschiedenen Schnipsel, die guckt man sich an. Guckt nochmal an, schneidet da was weg, schneidet hier was weg. Überlegt sich, wie man zusammenschneiden will. Guckt nochmal an, also man schaut sich die Schnipsel ständig an. Da wirst du verrückt. Deswegen muss ich immer Musik im Hintergrund laufen lassen, während ich Kopfhörer auf den Ohren habe, um den Ton vom Video zu hören. Weil ich durchdrehe, wenn ich diese Audioschnipsel oder die Videoschnipsel und den Ton dazu immer wieder höre. Naja, also so läuft es. Man schaut sich die ständig an. Und da ist mir nicht aufgefallen, dass ich gesagt habe, dass der 8. ist. Eben, als ich mit dem... Oh, ich bin außer Atem. Der alte Berg hier hoch und drehen. Naja, also eben beim Schneiden, oder wo ich dann fertig war mit dem Schneiden und die letzte Rest geschnitten habe, weil ich gestern Abend nicht mehr alles geschafft hatte, weil ich lieber im Bett gegangen bin. Also als ich eben mit dem Schneiden fertig wurde, dann guck ich mir das Video nochmal im Ganzen an, wenn irgendwas auffällt. Und da ist mir aufgefallen, dass ich gesagt habe, dass der 8. ist und nicht der 9. So, jetzt wollte ich ebenso schön betonen, dass heute der 10. ist und ja nicht sage, dass der 9. ist oder so. Und dann kommt er dabei raus. Eieiei. Mann. Naja, ansonsten habe ich mich gerade beim Schneiden köstlich darüber amüsiert. Über den Snapchat des Tages. Also nicht den Snapchat des Tages, den kannte ich ja da. Den fand ich auch witzig, aber... ja, manchmal macht man so bekloppte Sachen, ne? Aber schön fand ich davor den Videoschnipsel, den Schnipsel, die Szene. Wo man so richtig sehen kann, wie ich da stehe und mir einfällt, Moment, du hast einen Snapchat des Tages aufgenommen, den spielst du jetzt hier ein, ne? Also erzähl irgendwie, dass Montag toll ist. Und dann ist es kurze Pause, eine Denkpause. Und dann fällt mir ein, was ich für ein Snapchat gemacht habe. Und dann siehst du richtig so, wie mir das einfällt. Und wie ich dann auf die Idee komme, den dann jetzt einzublenden. Fand ich lustig. Wo ist denn der andere Stock? Wie soll ich denn den werfen? Oh. Naja, kriegen wir schon hin. Oh, heute nochmal ganz normale Spätschicht. Und dann habe ich Mittwoch und Donnerstag frei. Ist sehr gut. Ist ein bisschen windig. Ich hoffe, das klappt in dem Wind. War erstaunt, wie windig es gestern war. Und ich habe gar nicht so gemerkt hier. Naja. Anfang Mai ist die Republika wieder in Berlin. Und eigentlich hatte ich schon Bock hinzufahren. Hab dann noch lange überlegt, aber dann, ja, kam mir jetzt der Scheiß, den ich gerade so ein bisschen, oder den wir gerade da so ein bisschen an den Hacken haben. Und deswegen verzichte ich lieber auf die Republika. Ich spare mir die Kohle. Ich spare 130 Euro nur. Ist nicht viel für so 3 Tage. Berlin-Konferenz, finde ich, ist okay. Also ist im Großen und Ganzen schon gerechtfertigt. Die stellen da schon ganz schön auf die Beine, auch wenn ich davon nichts nutze. Also ich gucke mir die Vorträge nicht an. Die schaut mir lieber auf YouTube später an. Also ich gehe da lieber hin, um die Leute zu treffen. Und ich meine, früher hätten wir noch auf den Innenhof gehen können, ohne sein Bändchen vorzuzeigen oder zu zahlen praktisch. Aber jetzt ist ja auch der Innenhof schon zugemacht. Dass man da nur hinkommt, wenn man ein Ticket hat, ist auch vernünftig, kann ich nachvollziehen. Da werden wahrscheinlich viele auf die Idee gekommen sein, ach, ich gehe da eh nur hin, um die Leute zu treffen. Dann gehe ich so auf den Innenhof und kaufe mir kein Ticket.
Der geht ja natürlich auch eine Menge Kohle verloren und trotzdem ist der Innenhof da voll und so. Aber also ist okay, das verstehe ich, kann ich nachvollziehen. Wollte ich jetzt hinaus? Naja, und also ich hätte ganz gerne schon die ganzen Leute wieder getroffen, die man so kennt, und für den Vlog wäre garantiert auch geil gewesen. Bisschen was anderes als ständig Gas geben mit dem Hund im Wald. Ja, aber die 130 Euro, die möchte ich jetzt dafür nicht ausgeben. Die will ich lieber auf die Kante legen und schauen, ob ich die nicht vielleicht noch brauche. Ja, schade. Sehr schade. Zumal die 10. ist und so ein Jubiläum wird ja wahrscheinlich auch vernünftig zelebriert und so. Ja, also tut mir leid für alle, die mich vermissen werden. werden nicht viele sein, aber ich werde, ich finde es schade. Aber ja, man muss auch mal erwachsen sein und verstehen, wann vielleicht ganz gut ist, mal die letzten 5 Euro zusammenzuhalten. Noch nicht Bescheid gesagt, dass ich Urlaub möchte im Mai. Einen brauche ich jetzt eigentlich auch nicht mehr, wenn ich nicht hinfahre. Aber vielleicht nehme ich trotzdem Urlaub oder versuche Urlaub zu bekommen. Das ist ja auch immer so ein Kampf. Ne? Anfang Mai, dann geht die Saison sorgenlos und so. Da ist schon immer ein Kampf, Urlaub nochmal zu bekommen. Aber glücklicherweise haben sie der immer einrichten können für mich, wenn ich dann zur Republika bin. Oh ja, ich denke noch drüber nach, aber. Also ich werde mir kein Ticket kaufen. Vielleicht nehme ich Urlaub und komme mal einen Tag vorbei oder so, aber... Und hole mir so ein Tagesticket oder so. Mal sehen. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Eben allen Hallo sagen und so reicht dann in dem Fall auch. Und befürchte, der Wind ist so dolle. Naja, werden wir sehen. Oh, guck mal, Cookie. Schau mal, hier. Der lag gestern noch nicht auf der Seite hier. Muss ja gestern umgefallen sein. Kann mich gar nicht erinnern, dass der hier stand. Oh, sehr morsch. Einfach so abgebrochen. Krass. Gestern lag der Baum hier noch nicht auf der Seite. Aber heute liegt er hier und wie man sieht, ist er sehr morsch. Er ist einfach so abgebrochen unten an der Wurzel. Das ist nicht mal eine Wurzel oder so mit rausgerissen. Krasse Sache. Kann mich nicht mehr erinnern, dass hier eine Birke stand. Also nicht so bewusst. Gerade einen schönen Post auf Facebook gesehen, den Tina geteilt hat, wo die Barbara, die immer so Schildchen an irgendwelchen Sachen anbringt mit lustigen Texten. Die haben ja irgendwie auch meistens den Nagel auf den Kopf treffen, würde man so zu sagen. Und zwar war da ein Bild zu sehen von Gurken, Bio-Gurken, die einzeln in Plastik verpackt waren. Und darüber stand ein Zettel, Bio-Gurken in Plastik ist wie ein Peter-Aktivist in Pelzmantel. Und darüber habe ich mich auch schon mal im Supermarkt, aufgeregt ist zu viel, aber ich stand kopfschüttelnd davor, weil ich halt auch Gemüse für einen Salat holen wollte und stand vor den Gurken und da gab es Gurken unverpackt für 49 Cent das Stück, das Kilo, ich weiß es gar nicht mehr. Und daneben waren Bio-Gurken, alle einzeln in Plastik verpackt, mit Papieraufkleber nochmal Bio-Gurke, hast du nicht gesehen?
und für 99 Cent. Und ja, da habe ich mich auch gefragt, ja, warum verpackt man das Biozeug dann noch immer in Plastik? Wie bio ist es denn dann noch, ne? Allerdings, also da verzichte ich lieber auf Bio. Und zwar nicht, weil 50 Cent mehr kostet, sondern weil das in Plastik verpackt ist und nicht irgendwie noch mehr Plastikmüll haben. Das landet sowieso im Müll, aber naja, ist egal. Das würde ich sagen. Ja. Wie bio ist es denn noch? Aber auf der anderen Seite, ich glaube, Jens hat das Gespräch dann geführt und der meinte, brachte mich dann mit der Idee, dass es wahrscheinlich gar nicht als Bio anbieten können, wenn sie es nicht in Plastik verpacken, durch die ganzen Umwelteinflüsse, die dann darauf einprasseln. Also die Gurken aufnehmen würden dann. Ne? Und schon könnten sie es ja nicht mehr als Bio verkaufen wahrscheinlich. Hat er wahrscheinlich auch gar nicht so unrecht. Naja. Also genauso wie letztens mal irgendwann, also auch schon eine Weile her. Mir ist so, als wenn ich sogar irgendwann mal ein Video hatte, ich weiß es nicht. Kartoffeln kaufen wollte und da gab es Kartoffeln in 2,5 Kilo Säcken und in 5 Kilo Säcken. Nun brauche ich für mich einzelne Personen eigentlich keinen Sack mit 5 Kilo Kartoffeln. Schaffe ich nie. Selbst 2,5 Kilo Kartoffeln ist eigentlich für mich zu viel. So viel Kartoffeln esse ich gar nicht oder bin dann oft zu faul, irgendwie ständig zu kochen. Ich koche ja auch nur, wenn ich frei habe. Also für mich zu Hause. So. Wenn ich arbeite, koche ich natürlich auch. Ja, also würde ich eher den 2,5 Kilo Sack nehmen, Kartoffeln. Aber der 2,5 Kilo Sack, der kam aus Ägypten und kostete genauso viel wie der 5 Kilo Sack, der aus Deutschland kam. Und da verstehe ich ja erstmal nicht, warum ich Kartoffeln aus Ägypten kaufen soll oder haben muss, warum die importiert werden, wenn sie doch anscheinend günstiger sind, wenn sie aus Deutschland kommen. Also der 5 Kilo Sack hat genauso viel gekostet wie der 2,5 Kilo Sack aus Ägypten. Und waren beides festkochende Sorten und weiß nicht. Habe ich den 5 Kilo Sack genommen, nur aus Prinzip. Gab dann irgendwie tagelang nur Kartoffeln bei mir, aber aus Prinzip habe ich den 5 Kilo Sack genommen, weil ich nicht einsehe, Kartoffeln aus Ägypten zu kaufen und noch irgendwie noch zu unterstützen, dass die Kartoffeln aus Ägypten halt einführen. Oder um welche anderen Sachen von, weiß ich nicht, sonst wo herholen. Oder Kaninchenkeulen, die aus China kommen, ne? Weil ich letztens gefüttert. Kostet Kilo 5 Euro. Für Gastronomie, also ne, also Großverpackung. Aber bin ich ja kein Fleischesser und Kaninchenfleisch, also als ich Fleisch noch gegessen habe, Kaninchen war auch nicht so mein Favorit, nie. Oma hatte ja auch Kaninchen, hat sie sogar immer noch. Habt ihr ja gesehen. Also Kaninchen wäre eh nicht so meins, ne? Aber bei 5 Euro das Kilo, der aus China kommt, der auch erstmal hierher transportiert werden muss. Ich weiß nicht, wie billig das ist, oder? Also, ich finde es irgendwie schon ein bisschen eklig. Und man möchte gar nicht wissen, wie die da erhalten werden. Und wie viel vor allem. Da müssen ja, weiß ich nicht, Massen. Schrecklich. Echt. Ich find's echt eklig, ich weiß es nicht. So, ja, ich habe die ganze Zeit so Bilder im Kopf, wenn ich darüber nachdenke, wie die da halt wohl erhalten werden und wie viel kleine Kanickel da rumrennen. Wahrscheinlich nicht mal rumrennen könnten, weil sie zu wenig Platz haben. Ich weiß es nicht, ich find's.
irgendwie ein komischer Arbeitstag. Irgendwie war der Wurm drin. Also lief alles, aber irgendwie nicht so richtig rund. Keine Ahnung warum, weiß ich nicht, aber gut. Manchmal ist es so. Irgendwie war der Wurm drin, jedenfalls. Naja, ich gehe jetzt duschen und dann gibt es Käffchen. Naja, bis ja wieder läuft. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Tschüss. Jetzt kommt der Snapchat des Tages. Es ist Montag.